Einen wunderschönen, da bin ich wieder. Und weiter geht's mit, ich muss mir das wieder aufrufen hier unten. So, mit Schritt für Schritt durchs Hauptock Capture. Und wir sind schon ziemlich weit. Wir sind jetzt in der goldenen Mitte und zwar bei YouTube. Hier steht jetzt oben, ich komme gleich zum, geht gleich los und keine langen Worte und so, weil. Das andere haben wir schon alle befasst. Keine Uploads aktiviert. Habe ich was cleanet? 19 Sekunden. Was ist denn das? Da muss ich erstmal gucken, was das ist. Ich habe drei Videos jetzt drin. Ach so, das ist da, wo ich Saints Row gespielt habe. Da hänge ich. Du Hunter ist da hinten. Meine Maus sitzt und ich renne und renne und nichts passiert. So, und dieses Video wollen wir jetzt einfach mal hochladen. So, dann sagen wir einfach hier unten hochladen zu YouTube. Dann haben wir, öffnet sich gleich hier logischerweise ein neues Fenster. Hier stehen meine Daten drin. Da nennen wir das jetzt, müssen wir einen Titel benennen und das nennen wir einfach mal. Row. Ne, Quatsch, nennen wir nicht Saints Row. Nennen wir Robo Capture und dann einfach YouTube. Ach, ist schon zu lang. Gut, machen wir einfach nur Test. YouTube-Test. Keyword. Machen wir mal einen Test drin. Kategorie Technologie lassen wir auch drinne. Und Beschreibung. Da schreiben wir jetzt drin Test zum Robo Capture. Ich habe mir das doch eigentlich vorbereitet. Ich brauche das da nur kopieren. Kopieren. Da eigentlich einfügen hier. Test zum Hauptop Capture Schritt für Schritt YouTube. Falsch. Video. So, wir wollen es erstmal auf privat machen und wir sagen jetzt okay. Jetzt fängt er an, dieses Video eigentlich hochzuladen. Das Problem ist, wie ihr seht hier, es ist im TS-Format. Also muss er diese 19 Sekunden erstmal von TS in MP4 machen oder in ein anderes Format. Wie er das macht, ich habe keine Ahnung, weil TS geht eigentlich nicht hoch zu YouTube. Wir werden das jetzt gleich mal testen und beobachten, was da gleich passiert, wenn er fertig ist. Ich lasse es auch in Ruhe durchlaufen, ob mit dieser Software gleich YouTube-Videos hochgeladen werden können im TS-Format, ohne dass man es rendern muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie direkt zu YouTube hochgeladen. Ich bearbeite so vorher immer, kommt ja ein Intro davor und keine Ahnung. So, wenn es dann geklappt hat, dann kommt es natürlich auch in die Kategorie Tests und dann werde ich hier wahrscheinlich zu 3 werde ich dann noch ein viertes Video machen. Werde das auf 5, das auf 6 und das auf 7 machen. Und dann wird dann hier 4 sein. YouTube, der Upload-Test. Dass das dann auch schön zusammenhängt. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Aber auf jeden Fall bleibt das oben. Kurz vorm Ende.
kann sich nur noch um Stunden handeln, für 19 Sekunden. Na, das liegt aber, denke ich mal, an meiner Leitung und weil der das Logik umwandeln muss auch noch. Wie schnell umwandeln ist, zeige ich euch nachher, wenn wir bei Bearbeiten sind. Ich bearbeite mit Hopo Capture aber auch meine Videos nicht. Ich nehme dafür immer unten hier Camtasia. So, wir sind gleich fertig und gleich geht's auch los. Glaube ich, hoffe ich. So, und es springt auch gleich YouTube auf. In Arbeit. Aha, das ist ja schon mal positiv. Ich habe jetzt gedacht, ich muss YouTube nochmal selber öffnen, aber macht automatisch. Negative ist jetzt daran, ich habe jetzt kein Intro davor, aber ich kann, glaube ich, eine Thumbnail kann ich dann auch machen. Wenn ich auf Bearbeiten gehe, ach, da sieht man es schon. Ja, benutzerdefiniertes Thumbnail kann ich hochladen, die werde ich dann nachher machen. So, wir können jetzt hier mal Play drücken. Und das Video ist da. Gucken wir mal. Die Qualität ist auch ganz gut. Oder? Nee. Also das hier unten mit ist so. Pause machen. Das ist dieser Nebel vom Rennen. Aber sonst, ja, ein bisschen verpixelt ist es. Ich weiß ja jetzt auch nicht, welche Qualität das jetzt hier gerade ist. Achso, gut, werden wir mal in 720p machen. Ich glaube, das hat wohl ein bisschen mehr Sinn. Sieht schon etwas besser aus. Die Schrift ist klar. Da, wo Blue sich hinbewegt, auch relativ klar. Das geht schon. Auf jeden Fall schon mal besser. Okay, gut. Das war's. Gut, ihr könnt da dann natürlich bei YouTube noch bearbeiten. Dafür mache ich jetzt nicht extra ein Tutorial, jetzt hier, wie ihr jetzt das hier bearbeitet. Weil das Tutorial sehe jetzt um Hopo Capture. So, und wie ihr seht, er hat es gleich hochgeladen. Normalerweise nimmt YouTube dieses TS-Format nicht an. Scheint wohl jetzt hier alleine zu machen. Ist ja schon mal positiv. Wenn man sagt hochladen, die Einstellungsmöglichkeiten gehen wir jetzt nochmal explizit durch. Wie gesagt, E-Mail und Passwort von YouTube. Den Titelname vom Video. Habe ich jetzt noch offen. Ja, das ist dann hier oben. Hopo Capture. YouTube Test. So wie ich es geschrieben habe, passt das. Man kann es dann auch umbenennen. Man hat hier leider dann nicht so viele Zeichen zur Verfügung. Keywords. Wir zeigen einige im Test. Siehst du, wollen wir mal gucken, wo wir das finden, ob das auch da ist. Ja. Text, Test. Also er macht es wirklich. Ich habe eigentlich Standardeinstellung von YouTube, habe ich mehr Text drin als nur Test. Da steht dann, je nachdem, PlayStation 3 und. Also Standard ist, glaube ich, Gamershack, Gamershack LP, Gamershack Tutorials, Odin, Tutorials und. Keine Ahnung. Und hier hat er jetzt natürlich nur ein Tag drin. Also das müsste er dann im Nachhinein auch noch freigeben. Ist ein bisschen schade. Ich habe echt gedacht, der greift auf meine ganzen Tags zu. Also Keywords, Tags. Kategorie. Ihr könnt ja die Kategorie, unter der veröffentlicht wird bei euch im Kanal. Also praktisch, zu was das Video zählt. Ihr könnt da noch eine Beschreibung drin schreiben. Die gucken wir auch mal nach, ob die da ist. Ja, Test zum Hopo Capture, Schritt für Schritt, bla, so jetzt steht da. Und das Video ist wirklich privat. So. Hier unten nämlich privat und öffentlich. Okay. Nee, wir wollen jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht nochmal uploaden. So, war ein kurzes, knappes Video. Ist nicht viel einzustellen hier. Im nächsten Video kommen wir dann zum Bearbeiten. Aber für jetzt ist hier erstmal Schluss. Ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Tutorial.